Hallo und willkommen zurück oder vielleicht sogar zum ersten Mal auf meiner Seite. Heute mal was anderes, wie einige von euch mitgekriegt haben, oder vielleicht mitgekriegt haben, ist mir vor kurzem mein Laptop abgeschmiert und da ist einfach mal die Grafikkarte kaputt gegangen und dementsprechend kann ich im Moment nichts weiter an Zeichensachen und Videos hochladen. Zum Beispiel hatte ich eigentlich vorgehabt, ein Video aus meinem Urlaub in Norwegen fertig zu machen und gleichzeitig auch ein kleines Zeichenvideo über von diesem einen Chibi, den ich gemacht habe für mein Manga Earthgold. Aber das muss leider mal warten und deshalb gibt es jetzt ein kleines, kurzes Unboxing von meinem Kurzmanga Hope, den ich mit zur MMC Berlin mitnehme in 2 Wochen. Und ich bin richtig, richtig froh, dass dieses Paket jetzt hier angekommen ist. Ich habe das bestellt bei wirmachendruck.de, denn da kann man echt super preiswert seine Sachen drucken lassen. Es ist egal, die haben fast alles da, was sich das Herz eigentlich wünscht. Und ich habe meinen Kurzmanga jetzt als Broschüre bestellt, weil das ist super gut, vor allem für kleine Seitenanzahlen. Und lasst uns einfach mal reingucken. Ja, so sieht das Ganze hier natürlich aus. Das sind 20 Exemplare als Broschüre bestellt bei wirmachendruck.de. Und ich habe im Vorfeld bereits schon ein Probeexemplar bekommen und war sehr zufrieden mit der Qualität von dem Ganzen. Das ist wie ein ganz normaler Manga, von rechts nach links gedruckt und die Qualität ist einfach wunderschön. Man muss natürlich bedenken, dass jetzt bei den Broschüren die Seiten natürlich nicht wie so auf recyceltem Papier gedruckt werden, sondern eher so eine Art, ist halt wie auf einer echten Broschüre oder wie auf einem Flyer, dass das hier, dass die Oberfläche, die ist halt nicht papiermäßig, sondern eher glänzend und ein bisschen folienartig, aber das ist auch so ein, für so Kurzmangas einfach mal kein Problem. Man kann sich auswählen, ob man die, ob man das Cover, also hier die äußere, außenrum das Ganze, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, den Buchdeckel würde man normalerweise dazu sagen, ob man das in stärkerem Papier haben möchte und generell, man kann auch die Papierstärke komplett von innen und von außen auswählen, also das kann ich wirklich nur empfehlen und ich muss sagen, ich bin echt sehr zufrieden damit. Mir gefallen die Farben hier auf der ersten Seite sehr gut, mir gefällt die Qualität einfach komplett. Das ist auch mein allererster Manga, den ich jemals irgendwie in Druck habe geben lassen und ich bin schon ein kleines bisschen stolz darauf, den mit zur MMC mitbringen zu können und hoffe, dass er euch gefallen wird. Aber wir werden mal nicht weiter hier reingucken, weil sonst spoilert ihr euch selber und das möchte ich natürlich nicht. Cool, dann freue ich mich auf euch natürlich in 2 Wochen bei der MMC in Berlin und hoffe, ihr habt dort einigen Spaß und dass wir uns da vielleicht auch sehen. Also, bis dann!